Hallo meine Lieben, ich schicke euch sonnige Grüße, schön, dass ihr jetzt hier bei mir seid, dass ihr zu mir gefunden habt. In dieser Legung geht es um eine Nachricht von deinem Gegenüber. Was möchte dir er oder sie mitteilen? Was möchte er oder sie dir sagen? Du entscheidest jetzt, wer dein Gegenüber ist, ja? Da braucht es einen Menschen, da braucht es ein Gegenüber, denn das ist eine Nachricht von deinem Gegenüber. Und dieser Mensch kommuniziert mit dir, möchte dir was sagen auf diesem Wege, weil vielleicht kann dieser Mensch das nicht so richtig aussprechen. Ja, weil vielleicht gibt es da irgendwelche Probleme, Komplikationen und er oder sie kann dir das nicht erzählen. Aber hier auf diesem Weg ist es möglich. Ich fange jetzt einfach mal an, die Karten für dich zu mischen. Oh, das sind ganz schön viele. Dein Gegenüber, so, dein Gegenüber ist sehr gesprächig. Okay, die Acht der Stäbe. Da möchte wirklich jemand mit dir kommunizieren, ja? Die Neun der Kelche. Wow, sehr schön. Aha, der Narr, sehr gut. Die Fünf der Münzen. Dann habe ich hier die Zehn der Stäbe. Die Sieben der Schwerter. Und zum Schluss die zwei der Kelche. Da hat jemand Gefühle für dich, kann diese Gefühle höchstwahrscheinlich auf diesem normalen Wege nicht zeigen, nicht offenbaren, kann Gefühle nicht, über Gefühle nicht sprechen. Ja, sowas habe ich hier. Und deswegen über diesen Weg, das ist diese Karte, ja, die kommt auch ganz zum Schluss. Vielleicht habt ihr über Gefühle noch gar nicht gesprochen, ja. Gefühle wurden ausgeklammert, vielleicht nur so beiläufig oder am Rande oder nicht so richtig, ja, irgendwie gezeigt, geäußert, aber jemand hat hier definitiv Gefühle für dich und also jemand, dies dein Gegenüber, ja, dieser Mensch, um den es hier jetzt geht, möchte dir hier auf jeden Fall sagen, ich möchte mit dir zusammen sein, ich möchte mit dir Zeit verbringen, ich möchte dich bei mir wissen, ich möchte dir nah sein, ich möchte dir nah kommen, kann auch jemand von der Arbeit sein, möchte einfach mit dir zusammenarbeiten, ja, die Zusammenarbeit vertiefen, so kann das sein, kann auch ein Freund, eine Freundin sein, ich möchte einfach mit dir die Zeit verbringen, ich habe dich schon lange vielleicht nicht mehr gesehen oder es war kompliziert in letzter Zeit irgendwie und jetzt ist es wieder mal an der Zeit, dass wir gemeinsam was machen, dass wir einfach Zeit miteinander verbringen, ja. Aber ich habe hier auch das romantisch, das habe ich hier auch romantisch, ja. Das ist nicht, kann auch jemand sein, der wirklich sehr viel Gefühl für dich hat und möchte jetzt diese Gefühle endlich mit dir ausleben. Das möchte dir zum Beispiel dein Gegenüber sagen. Ich möchte jetzt mit dir die Gefühle endlich ausleben, diese Kelche austauschen, in Austausch gehen, mit dir geben und nehmen und zwar auf dieser Liebesebene, da ist jemand endlich bereit, soll ich dir sagen, ja, ich bin bereit hier und du siehst hier diesen Engel mit diesen Flügeln und diese Flügel, das ist wie ein Herz, ja, so eine Herzform und man möchte dich einfach im Arm haben, man möchte dir nahe sein und auch Zeit mit dir verbringen, habe ich schon gesagt, also jemand. Ich habe das hier auch so, dass wenn du diese Nachricht dir anschaust von deinem Gegenüber, ja, dann bei einigen ist es Liebe. Es ist schon jetzt Liebe, ja, soll ich dir sagen. Also man muss ja hier auch ein bisschen konkreter werden und es ist Liebe, ja. Bei mir ist es Liebe. Das möchte dir dein Gegenüber mitteilen. Oder ich mag dich halt sehr, ja. Wenn es halt nicht romantisch ist, wir gehören irgendwo zusammen. Das bekomme ich hier auch rein. Das möchte dir dein Gegenüber sagen. Wir sind, wir sollten füreinander auch da sein, ja. Und ich werde dich sehr bald
Ich werde dich sehr bald kontaktieren. Du wirst von mir sehr bald hören. Wir werden sehr bald in Austausch gehen. Wir werden hier viel reden, viel machen, viel unternehmen. Ich möchte dich beschäftigen. Du wirst dich mit mir beschäftigen. Und auch wenn du nicht willst, weil ich habe hier sowas auf dem Bild wie, ich will nicht, aber ich will vielleicht doch, ja, so eine. Ja, vielleicht sowas wie, ich möchte schon, aber ich weiß nicht so recht, ich habe Angst oder, oh mein Gott, was soll ich machen? Ja, sowas. Und dein Gegenüber wird aktiv werden, auf jeden Fall, wenn du diese Attitüde an den Tag legst oder legen wirst. Dein Gegenüber wird nicht locker lassen. Ich habe das hier so. Ich werde nicht locker lassen, ja. Ich werde nicht weichen. Ich werde mich nicht zurückziehen. Im Gegenteil, ich werde auf dich zukommen und bald wirst du von mir hören. Du wirst nicht nur eine Nachricht bekommen, sondern mehrere. Vielleicht auch eine E-Mail, vielleicht auch einen Brief, was Längeres, was Größeres oder viele kleine Nachrichten, ja. Ich werde dir Aufmerksamkeit schenken. Ich werde dir Zeit schenken, mich, ich habe das hier mit diesen beiden Karten so, mich dir offenbaren, ja, auf dich zukommen und nicht, ja, nicht locker lassen. Mit den Neun der Kelche, ich möchte einfach eine wundervolle Zeit mit dir haben. Ich möchte sehr viel Spaß mit dir haben, Freude auch, aber auch so Feierabend machen mit dir, einfach sich erholen mit dir. Und ja, das kann auch hier so sehr stark flirten sein, ja. Wenn wir zu zweit irgendwo sein werden, dann werde ich in die Vollen gehen. Irgendwie sowas in diese Richtung geht es hier auch, weil das ist der Genuss, ja. Also dein Gegenüber möchte mit dir genießen, möchte mit dir die Zeit genießen und auch vielleicht etwas essen gehen, was trinken gehen, ja. Wir werden hier essen gehen, trinken gehen. Ich werde dich einladen mit diesen acht der Stäbe. Das ist auch, sieht man hier, eine Einladung. Zeit zusammen zu verbringen, aber auch vielleicht ins Restaurant oder ich werde dich zu mir nach Hause einladen und für dich kochen oder wir könnten einen schönen Wein trinken gemeinsam. Sowas habe ich hier auch. Und wenn es die Arbeit ist, ja, zum Beispiel jemand von der Arbeit, irgendwie so ein Chef oder jemand, mit dem du zusammenarbeitest oder sowas, dann habe ich ja auch sowas, ja, ich möchte in den Pausen die Zeit mit dir verbringen, ja, ich möchte die Pausen mit dir verbringen. Oder auch nach Feierabend auch etwas mit dir unternehmen. Bekomme bei einigen, ja, habe ich hier sowas wie, ich möchte dein Freund sein, ich möchte deine Freundin sein, also auf dieser freundschaftlichen Ebene, ja, habe ich das hier auch so. Wir sollten dem Ganzen eine dicke, fette Chance geben. Wir sollten das irgendwie neu beginnen. Wir sollten das neu angehen. Wir sollten hier einfach das mal wagen. Ich werde mich trauen. Ich werde das Ganze wagen. Ich werde mich drauf einlassen. Ich werde alle Bedenken über Bord werfen und mich in diese ganze Geschichte mit dir hier reinstürzen. Augen zu und durch oder einfach mal machen ohne einen Plan. Ich habe hier keinen Plan, ja. Das möchte dir dein Gegenüber mitteilen, dass er oder sie hier keinen Plan hat. Ich habe das nicht geplant. Ich werde das auch nicht planen. Ich möchte spontan bleiben. Das Ganze soll sich einfach so normal entwickeln und nicht durchgeplant sein von Anfang bis zum Schluss. Und wir könnten einfach mal so ein bisschen gucken, wie weit wir gehen können. Einfach ausprobieren, vielleicht auch mal hier so ein bisschen närrisch sein, verrückt sein, einfach sich aufeinander einlassen. Auch Spontanität bekomme ich hier ganz stark rein, ja? Dein Gegenüber möchte dir mitteilen, so spontan sein. Spontan irgendwie vieles mit dir erleben. Du fehlst mir, ich sehe hier die fünf der Münzen, das ist ein Mangel. Also dein Gegenüber möchte dir hier, bei einigen ist es so, du fehlst mir, wenn du nicht da bist, fühle ich mich leer. Wenn du nicht da bist, dann geht es mir nicht so gut. Wenn ich nichts von dir gehört habe, wenn du nicht in meinem Leben bist, wenn du nicht bei mir bist, dann ist alles irgendwie so
kalt und grau und unangenehm. Du spendest mir Wärme, du spendest mir Zuneigung. Mit dir fühle ich mich gut, ohne dich geht's mir schlecht. Ja, kann aber auch sein, dass dein Gegenüber dir hier mitteilen möchte, dass er oder sie hier irgendwo einen Mangel im Leben hat. Ja, irgendwo fehlt was. Von irgendetwas hat er oder sie hier zu wenig. Kann auch Geld sein. Ja, erwarte vielleicht nicht so viel von mir, ich habe nicht so viel Geld. Das kann auch so sein, ja, weil ich habe hier die Münzen. Oder momentan auf Arbeit sieht es nicht so rosig aus bei deinem Gegenüber. Ja, vielleicht möchte er oder sie dir das mitteilen, so über diese Karte. Ja, ich habe hier auch schwere Zeit bei deinem Gegenüber. Viel zu tun, viel im Kopf, viel auch zu machen, auch tatsächlich, ja. Also dein Gegenüber ist mit irgendetwas beschäftigt und zwar im Kopf, aber auch tatsächlich auch gleichzeitig. Hat viel zu tun, muss viel erledigen, hat vielleicht irgendein Problem oder dein Gegenüber hat irgendwie Schwierigkeiten, da irgendetwas fertigzustellen oder anzufangen oder sich mit irgendetwas zu befassen, weil er oder sie glaubt nicht so recht an sich. Ich habe hier irgendwo so unterschwellig, habe ich hier bei deinem Gegenüber so vielleicht nicht so ein starker Glaube an sich selbst oder nicht so ein starker Glaube an sein eigenes Können oder Fähigkeiten, ja. Aber man beißt sich da so durch, ja. Dein Gegenüber möchte dir mitteilen, okay, es ist schwierig, es ist kompliziert. Vielleicht ist es auch sowas, ich schaffe das nicht, ja, aber ich versuche es, ich beiß mich da durch. Es ist nicht einfach, ja, vielleicht hat dein Gegenüber auch irgendwelche Probleme. Ja, möchte dir das einfach hier so mitteilen und du merkst davon nichts, aber durch diese Legung weißt du das jetzt, dass dein Gegenüber Probleme haben kann oder irgendeine schwierige Aufgabe zu erledigen und ja, da fließt jetzt sehr viel Energie bei deinem Gegenüber rein, ja, in diese Angelegenheit, das möchte er oder sie dir hier auf diesem Wege mitteilen, das so sagen. Dann habe ich hier noch die 7 der Schwerter, das ist, ja, vielleicht geht dir dein Gegenüber momentan aus dem Weg, ja, vielleicht hast du nicht so viel Kontakt mit deinem Gegenüber hier und stiehlt sich davon oder erzählt dir nicht alles, ja? Und das kann hier halt mit diesen Problemen was zu tun haben oder mit diesem Mangel, kann auch so sein, dass dein Gegenüber dir davon nichts erzählt hat, dass das verschwiegen worden ist oder vielleicht hat dein Gegenüber dir irgendetwas ganz anderes erzählt, aber durch diese Legung weißt du jetzt, Probleme, Schwierigkeiten, irgendetwas erfordert sehr viel Energie und Aufmerksamkeit von deinem Gegenüber. Und man hat oder wird auch versuchen, damit klarzukommen, aber vielleicht ist es auch so, dass man das auch, dass man da irgendwo auch, ja, so ein bisschen tricksen muss, ja. Irgendwie sowas bekomme ich hier auch rein, ja. Und zwar mit diesem Problem, mit dieser Schwierigkeit, mit dieser schwierigen Lage. Kann sein, dass dein Gegenüber dir komplett aus dem Weg gegangen ist, aber jetzt sagt er dir, ich werde das nicht mehr tun. Ich werde auf dich zukommen, ja. Genau das Gegenteil hier von den 7 der Schwerter, hier die 8 der Stäbe. Ich werde präsent sein. Ich war bis jetzt vielleicht nicht da. Ich war vielleicht nicht da für dich, ja. Ich war nicht da, wo ich da hätte sein müssen. Diese Probleme, kann sein, dass du auch Schwierigkeiten gehabt hast und dein Gegenüber war nicht da für dich, ja. Und möchte dir hier sagen, ich werde jetzt für dich da sein mit den 2 der Kelche. Und die 2 der Kelche, die möchte ich noch genauer hier betrachten. Die Stärke, die Kraft. Sehr schön, sehr schön. Ja, ja. Ich habe das auch, ich sehe das so in den Karten mit dem Narren und hier mit der Kraft, mit der Stärke, dass dein Gegenüber wird sein Verhalten jetzt in Bezug auf dich verändern. Falls dieses Verhalten so war, dass man dich nicht angerufen hat, dass man sich nicht bemüht hat, dass man dich irgendwo umgangen hat, ja, dass man sich da irgendwie davon geschlichen hat, dass man vielleicht mit dir nicht reden wollte, dass man vermieden hat, da irgendetwas mit dir zu tun. Das wird jetzt genau das Gegenteil sein, ja.
ich werde mich jetzt bemühen, ich werde jetzt da sein, ich werde meine Stärke zeigen, ich werde mehr Leidenschaft und Romantik an den Tag legen mit dir, ja, zum Beispiel. Oder ich werde mich mehr für dich einsetzen, ich werde mit dir stärker zusammenarbeiten, ich werde mich hinter dich stellen. Sowas bekomme ich ja auch rein, ja. Ich werde einfach für dich da sein. Das kommt immer wieder durch hier. Deswegen, ich habe das hier so, dass dein Gegenüber sich irgendwie dir mitteilen möchte, ich werde mein Verhalten hier ändern. Ich werde eine andere Seite von mir zeigen, vielleicht auch so, ja? Das möchte dir er oder sie sagen. Ich werde mich dem Ganzen stellen. Weil ich habe hier so diese Karte, dass man sich nicht stellt, dass man dem Ganzen aus dem Weg geht. Aber hier stellt man sich den inneren Dämonen, den inneren Ängsten, den Zweifeln, dieser Schwäche. Man stellt sich dem Ganzen, ja, und besiegt es dadurch. Weil ich habe hier einen Sieger. Ich habe hier, dein Gegenüber möchte auch für dich irgendwie so als Siegertyp dastehen, möchte sich als Siegertyp zeigen, möchte dir zeigen, wie kraft und stark er oder sie in Wirklichkeit hier auch ist. Oder diese Seite auch an ihm oder ihr da ist, diese Stärke, ja. Dass nicht nur so schwach und auch so mit Problemen geladen, sondern ich kann auch sehr stark sein und kraftvoll sein, ja. Sowas möchte dir dein Gegenüber hier auch mitteilen. Und ich bin jetzt am Ende dieser Legung, ja. Es wird immer dunkler hier. Bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich, dass du hier warst, dass du bei mir warst, dass du dir diese Legung angeschaut hast. Und du kannst natürlich liken, du kannst vielleicht einen Kommentar schreiben oder vielleicht auch meinen Kanal abonnieren. Vielen lieben Dank dafür. Ansonsten wünsche ich dir einfach eine wundervolle kommende Zeit. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.